Hallo meine Freunde des gepflegten Elefanten. Willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade mit dem lieben Baby und dem lieben Florian. Einen wunderschönen guten Morgen. Moinsen. Schön, dann. Wir fahren jetzt mal in unseren Hast du das gehört? Ich habe nur ein bisschen was flüstern gehört, viel nicht. Bloß ein ganz, ganz lieber. Ja. Hab ich gesagt. Er muss aber flüchten, ist keine Lücke. Oh nee. Ja. So. Ich lege jetzt auch mal kurz hier ab, weil ich. Spätestens in der Aufnahme wird das cutten. Oh nee. Vielleicht. So, ich gehe jetzt erstmal kuppern. Oder Scheiben. Ist eigentlich eine Scheibe, kann man hier nicht kuppern sagen. So. Oh, ich nehme noch ein Schlückchen von meinem Red Bull. Warte, ich auch. Blüsterchen. Prost. Oh, herrlich. Herrlich, du. Gott und gut. Gletschereis, Himbeere. Ich muss die mal unbedingt probieren. Du hast nicht mal die Sommeredition probiert. Von diesem Jahr. Nee, ich habe da aber auch zu spät gemerkt, dass die gibt und habe ehrlich gesagt nie dran gedacht. Noch nie an solche Editionen gedacht? Doch, doch. Aber ich bin dann bei, das ist jetzt keine Werbung oder so weiter, kein Placement. Wenn ich bei Sobi drin bin und da kaufe, dann kaufe ich mir hier mein 24er Pack Red Bull. Und ich denke da nie dran, dass ich da gucke bei der Abteilung, wo es die einzelnen Fläschchen gibt, dass ich mir da so eine warte mal, ich schau nach. Warte, ich hab die ja dastehen. Ja. Also ich hab getrunken. Die Summer Edition. Also Wassermelone, Heidelbeere Blue Edition, die ein bisschen geschrottet ist, muss ich mir neu holen. Purple Edition, Akai. Was Kai? Die Winter Edition, also die orangene, Spekulatius Kirsch, also die letztjährige. Ja. Auto? Nein. Ach ja, und das Weiße, das ist aber die größte Dose, wollte ich mir noch eine kleine holen. Und die Weiße, also Kokosblau. Also stimmt, das eine, genau. Da wo ich einfach doch gedacht, Gelb! Und das war's, glaube ich. Komm ich jetzt rein? Jetzt komme ich rein, geht doch. Wenn jetzt da eine Kolonne von Autos kommt, das bin ich. Da bin ich nicht. Komme ich hier jemals in mein Leben rein, ohne irgendwo hinzubleiben? Ja, sieht sehr gut aus. So, der Teil ist fertig. Mag ich mit zu den Kartoffeln gehen und abtanken? Ja. Ich glaube, der steht auch schon länger. Da sind die Leute auch mal ein bisschen was anderes hier. Wenn gleich eine Kolonne von ungefähr 3 Autos kommt, das bin ich. Noch gut. Ich bin Leitschutz. Der Dreiachsel ist gleich voll. Wir Spur abfahren, für Sie, oder? Ich dann gleich, ja. Okay, gut. Wir sind irgendwie von unserem Hauptziel abgekommen. Unser Hauptziel war? Chamonix. Europa? Stimmt. Aber ich muss sagen, ich glaube, da ist was wollen wir da erstmal, das Ziel in Güllefass, oder würde ich sagen? Also nicht, ich würde halt den schon gern haben, weil das bringt halt schon scheiße Geld. Ja. Warte mal. Wenn wir alle Felder jetzt, oh, ich komm ein bisschen weiter drüber drauf. Wenn wir jetzt alle Felder mit Mais angesetzt haben und die dann in der BGA verarbeitet wurde und so weiter, dann haben wir, glaube ich, schätzungsweise genug Geld. Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann haben wir schätzungsweise. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen drüber sein. Ich würde sagen 2 Millionen. Ich gebe jetzt einfach mal an, es wird glaube ich nicht ganz. Ja, okay, wir haben mit Feld 7 komplett und Feld 6 und Feld 5 glaube ich eine halbe Macht. Jetzt rechnen wir halt noch, warte, wie viele Felder waren das noch mehr? 1, 2, 3, 3 Felder dazu.
Und wir müssen ja das Geld von den Zuckerrüben, die wir jetzt. Obwohl, das sind wir jetzt kriegen und von den Kartoffeln auch noch mit einrechnen. Mein Headset schreit, ich brauch Saft. Also ich würde dann sagen, ich würde es immer mal schätzungsweise auf 2 Millionen ansetzen, was wir kriegen. Und damit können ja, wir. Ja, ich bin gleich wieder da, ich muss mein Headset schnell anstecken. Ja, ich schon zwei. Damit können wir uns easy den Rupa 2 kaufen und das Dreiachser Fass von Samsung. Normal, dass die Pedale quietschen, ne? Normalerweise. Ich höre nichts. Ich also, glaube, da muss ich ein bisschen mit WD-40 hin. Nee, würde ich dir nicht empfehlen. Nee, bei das Technik mit WD-40. Auf gar keinen Fall. Du schrottet schon. Mit Öl? Sag ich dir gleich. Öl auch. Alter, das ist alles leitend. Und wie mal, dass es aufhört zu quietschen? Das kannst du nicht vermeiden, was so ein Lenkrad wie du hast. Das sind meine Pedalen, die wo quietschen. Ja. Trotzdem, was ist. Wie viel hat denn das kostet überhaupt? 70 Euro? Muss wenn ich überhaupt. Schauen. Was? Muss ich schauen. Das ist glaube ich irgendwie. Es ist glaube ich das Trustmaster. Nee. Also doch, irgendwie ist was. Trustmaster. Ja, das jetzt, also. Jetzt nichts gegen das Lenkrad, aber es ist halt. Ich sag jetzt mal Billigmarke. Ja. Ich sag jetzt mal der Opel unter den Lenkrädern. Deshalb ist das Logitech schon Mercedes drunter. Genau, ein bisschen Innenansicht. Dass sich die Leute alle die Außen- und Innenansicht nehmen. Wohlfühlen. Aber ich weiß sogar, was ist. Vielleicht steuert es irgendwo innen drinnen. Im Lenkrad. Also was quietschen deine Pedale oder dein Lenkrad? Mit auf, ja oder nein? Nur die Pedale quietschen. Ja. Achso, ja genau. Vielleicht gehst du auf Voreisen. Ja, kann schon sein. Nimmst du jetzt eigentlich mit auf? Bei mir geht's ja nicht. Das stimmt. Ich muss ja schauen, wie ich am Ton erst. Dass der wieder geht. Ja. Wenn der Ton wieder geht, dann nehme ich wahrscheinlich die nächste Woche mit auf. Okay. Oder ich könnte auch mit der Xbox Game Bar mal wieder aufnehmen. Also das ist das eine Teil. Ja, das andere. Muss ich sagen, halt habe ich keine Erfahrung mit. Ich vertraue auf OBS. Eigentlich normalerweise ich auch. Aber ich glaube, das ist sogar ein Systemfehler, was gerade ist bei mir. Ja, aber soll aufsetzen. Aber das liegt ja dann nicht an OBS, sondern es liegt ja dann an deinem Laptop an sich. Ja, vielleicht mach ich mal. Schau ich mal, was der hat. So, dann. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich bin unterwegs! Ich muss sagen, alle Felder selber anzustellen, selber allein zu gruppen und anzusehen, ist schon eine Aufgabe. Wenn der ja froh, dass du magst. Ich muss sagen, ich habe auch nichts dagegen. Ich bin froh, dass ich einen Weg halten kann. Ey, ich würde mal sagen, es wäre mal Zeit wieder auf für ein neues Feld irgendwann mal. Ja, wir haben viele Wünsche, sagen wir so. Doch ein Feld, das wo ich kalken muss. Ja, natürlich. Ja, klar. Das kaufen dann extra eins für dich, wo man kalken und fliegen muss. Fliegen für mich, kalken für dich. Sebi, Win-Win, das ist der Win der Woche. Fliegen du mit deinem Johnny? Sebi, den nicht kranken. Das ist der Win der Woche. Oh nee. Sebastian, Alter, wie lange ich das schon nicht mehr gehört habe. Ne? Oder Sebastian wieder krank wegen Gehirnerschütterung. Ja. Hat nicht einem Arzt gefolgt und ist trotzdem wieder ohne Helm Fahrrad gefahren. Ich fahre immer ohne Helm, also. Auch. Ja. Mir hat's mal hinkommt, da hab ich den Gehirnerschütterung gehabt. Aber wie hat's dich da krass hingesetzt, Alter? Richtig auf dem Zernau.
Ja, die Terra. Auf das Asphalt. Ja, nein, also ich, also unten in dem Weg ist es noch Teer. Kein Asphalt. Ich frage jetzt, so, ich weiß, ich werde es dumm fragen, aber kann man sich bei Teer, Asphalt, je nachdem, wie man es sehen will, vom Fahrrad pflegen? Indem man versucht, eine scharfe Kurve zu fahren und sie nicht hinkriegt. Ah. Ja. Deswegen, dann. Ich immer Kurve rumdriften. Niemals einlenken. Immer leicht einlenken, voll bremsen, Ziele voll einlenken, ja. Und dann auch auslassen und weiterfahren. Es ist einfach die sicherste Variante. Der Reifen wird zwar in Mitleidenschaft gezogen, aber um ihn zu vermeiden. Ach was. Der Reifen doch nicht. Eher wenn man Feldwege fährt. Ja, auch. Ein bisschen. Aber geil ist ja auch, wenn man mal mit 30 bergab fährt und dann kommt ein Diesel oder sowas dir entgegen. Oh, da darfst du mal liefern mit der Bremse. Hey. Ja. Oh. Vorder- und Heckbremse. Hm. Also wäre ich vielleicht froh gewesen, wenn ich auch Scheibenbremsen gehabt hätte. Ja. Das ist schon. Jetzt hat sich dann so angehört. Nee. Bremsbeläge glühen, Alter. Ja, natürlich. Ja, die Reifen, weil ich hab da wirklich alles durchgezogen. Ja. Oh Mann. Richtig geil hinten auf dem. Richtig fett Gewicht hinten drauf gemacht auf das Hinterrad. Ich muss sagen, ich denke jetzt gerade tatsächlich dran, ich grubber das, oder ja, ich sage ja mal grubbern, ich weiß es nicht, grubbern, aber gut. Die Stelle, was ich mal vergessen habe, wo geflügt war noch, wird gerade mitgegrubbert. Ja. Oh nein, er wird doch nicht so richtig mitgegrubbert, weil es hier so eine Welle gibt und der einfach auf einer Seite irgendwo, ach nee. Gar kein Bock. Das ist der Nachteil von den großen Scheiben. Ja, die Luftzeit, wenn man bestimmt ist, ja gut. Die paar Fleckchen da, das fällt nicht auf. Da war ich nochmal drüber dann. An den wollte ich den Amazone-Gruppe behalten? Nee. Hallo, was? Warum fahrt ihr? Hallo! Alter! Haut der Helfer ab. Jetzt ist auf einmal der Helfer rein, ne? Ich komme aus dem Menü raus, gibt der Helfer rein. Hm. Teilnehmen jetzt hier gleich wieder mit. Das stimmt mir ja nämlich dann noch mal. Muss ich jeden Zentimeter genau vom Feld machen oder reizt jeden Millimeter? Jeden Meter. Also es soll ja jeden Zentimeter. Ja, es soll halt größtenteils. Ja, also so kleine Fläche ist egal, aber. In den Ecken ist es nicht schlimm, aber es sollen ja keine 5 Zentimeter oder 5 Meter gerade. Ungekalkte Stellen bei der Regenwinde sein. Oder ein ungekalkter Streifen. Ja. Oder das, ja. Wenn ich mal wieder keinen Bock habe, ans Feld zu fahren, wenn der Kalkstuhl leer war. Ey Leute, es wird dunkel. Ja, ich sehe es gerade. Bin hier noch. Nein. Da, wo die Bäume stehen, wie jetzt hier zum Beispiel an der Seite, da wird schon ein bisschen dunkel. Muss ich schon sagen. Ich hasse es, wenn es dunkel wird. Da muss ich immer mit der Vollbeleuchtung fahren am LKW. Was hast zusätzliche Lichter, Alter, seid ihr? Ich hab Tagverlicht gerade an, auf dem Feld. Ja gut. Kann man machen. Ich hab die Arbeitsbeleuchtung gerade an, obwohl ringsum nix ist, aber egal. Ach ja. Übrigens, die Zeit ist gerade 5, ne, sehe ich. Oh! Ach, das war falsche Knöpfchen. Hoppala. Kann aber noch nicht lange auf 5 sein. Bin vielleicht rangekommen, sorry. Nee, was soll ich jetzt machen? Ich bin mit Feld 5 fertig. Da guck schon auf der Karte, wo das nächste Feld ist, und es wird wahrscheinlich wohl über die 40 sein. Meines Erachtens. Ich fahr zur Wiese, da wo der Flipsi gerade war. Nein. Nein, weil das gemäht. Zuerst alle erst Felder bin... und dann die Wiese. Ja, aber ich fahr stimmt's wohin fahren, glaube ich. Bleib mal kurz verstehen. Warmlinger an, Motor aus. Benötigt Kalk und nur unsere Wiesen. 40?
Normalerweise auch. Gar nicht mehr, hat er doch schon. Nein, 40 braucht gar nichts. 40? Hat ja, dann. Gar nichts. Warte mal. Dann würde ich sagen, kann Scheim fahren. Jo. Nee, die 40 braucht tatsächlich nicht. Ja, moin. Dann beginnt jetzt die LKW-Pflege. Wenn du Lust hast, kannst du dann auch mit dem MB-Trag vom Flo, den kleinen, ja, oder deinem, oder irgendjemanden halt zum Fenster kommen. Hat der Wender eine Treppenaufnahme? Da fahr ich mal kurz zum Händler und probier mal was aus. Oh, nein, Mann, wirst du nicht, weil du Grund 1, du wirst definitiv zurückschieben müssen. Grund 2, hast du dann 2 Gelenkpunkte. Grund 3, übermotorisiert. Genau. Da ist der MB-Truck, der kleine, schon zu groß. Alter, da würden 90 leicht reichen. 100 auch. Nimm mal halt den größeren Wender, dann kann ich ihn schon nehmen. Da würden trotzdem die 10 reichen, da würden trotzdem die 190 reichen. Ja, easy. Ich glaube, 5, wenn man. Außerdem, so viel mehr Arbeitsbreite hat der nicht. Und ich fahr zu die Wiesen. Macht es was, wenn man drüber kalkt? Ja. Im Prinzip schon, ja. Übrige Heu, was wir nicht ganz aufgesammelt haben, verschwindet. Es ist so. Mhm. Aber nur im LS. In Hülef brauchst du das Gras dann nicht mehr ernten. Nicht mehr einfahren. Mhm. Wer hat da die Sämaschine an den Platz von der vom Streuer hinstellt? Der Streuer kommt in Italien. Ja, der kommt da hinten. Der kommt hinten in die Halle. Und wieso aber auf dem. Und wieso hab ich den immer da hingestellt, wo jetzt die andere Sämaschine steht? Weil wir du den da hingestellt haben, weil er gleich wieder in Benutzung war. Deswegen stand er. Ja, da. Alles was ich sollte gleich erst benutzt. Ich sollte erst zum Motorradreiniger fahren. Ja. Und mal ein Fahrsicherheitstraining machen. Ich muss mal, warte mal. Wie sieht's mit den Wachstumsstufen eigentlich aus? Die erste, okay, das wird noch ein bisschen brauchen, bis man da überall drüber düngen kann, meine zweite Stufe. Jetzt weiß ich, was bei mir quietscht. Das ist nicht mal das Lenkrad. Das sind immer die Pedale. Das ist das Holz da, wo es befestigt ist, das knackst so. Ach so. Und ich hab's am Auto unter deinem Pedale drin. So. Wo ist der Hochdruckreiniger? Wer hat hier das Tor zu gemacht? Der Hochdruckreiniger steht normalerweise da, wo er immer steht, oder nicht? Der steht hinterm Zaun. Sei ja, das hin. War ja Absicht. Bei mir steht er immer noch vorm Zaun. Das war Absicht, dass er hinterm Zaun steht. Ich weiß nicht wieso, aber der Kerl und ich vertragen uns nicht so wirklich. Er lässt mich zwar kehren und so weiter, also war schon ein Problem. Er lässt dich kehren. Er lässt dich waschen. Ja, aber wenn ich ihn hochheben will etc., dann nee, will er nicht. Der LKW kriegt extra Pflege bei mir. Rundum leuchtet aus, wir sind ja auf dem Feld. Ach ja, schön. Ich hoffe, es ist bald Nacht. Macht viel mehr Spaß auf dem Hof mit dem LKW rumzufahren. Da kann man richtig die Beleuchtung vom LKW sehen. Gehört der jetzt da, wo die Zähmaschine hinstehen, oder ganz hinten rein in die Halle? Wenn ganz hinten noch Platz ist, dann ganz hinten rein. Wenn ich also halt beim Ladewagen, da ist Platz. Nein, bei der Zähmaschine, beim tiefen Lockerer hinten. Ja, da steht keine Zähmaschine, da steht nur ein tiefen Lockerer. Da, wo die Zähmaschine drin stehen. Meine ja, ich. Da bin ich ja schon drinnen. Ich habe ja gerade zu drehen. Ja, dann hinten. Da ist so noch so ein Anhänger. Das ist ein Ladewagen. Ja, da war. Okay. Ach nee, das ist der Ding. Der Streetmaker. Ja. Ist Silagewagen, oder? Jo. Ist haben ein Silagewagen. Wechseln? Den haben wir doch schon ewig. Beim Hexel haben wir den mal gekauft. Ich freue mich schon voll auf den Auflieger für mein MN. Das
Es wird noch spannend auf Silo drauf mit dem Teil. Ja. Hey, hey. Ey, ich sag's dir, ich schieb dich nicht drauf, ne? Weil ja, ich schieb das Traktoren. Hör, was denkst du, was ich mache? Ich fahr rückwärts am Silo. Wohin? Kannst du spaßen. Kannst du inzwischen gut rückwärts fahren? Was? Kannst du inzwischen gut rückwärts fahren? Mit dem Auflieger schon, mit Riesennetzen. Und wenn ich das scheiß Holz zum Quietschen aufhört, dann werde ich auch noch andere Probleme haben. Was für ein Holz? Klebst doch mit Holzleim fest. Das ist mit Schrauben am Boden befestigt. Dann mach Holzleim rein. Kurze Zwischenfrage, von was für einem Holz ist der eigentlich? Vom Fußboden. Der, wo meine Pedalen hebt. Dann klebst du mit Holzleim fest. Den ganzen Abend sogar den Zuschauer besser aufgepasst. Oh, der Mais wächst schon! Echt? Oh, der riecht gut. Ich fahr gleich mit dem Wender vom... mit dem kleinen... im B-Truck zu dir. Ja, der hängt eh schon davor, glaube ich. Ja, hab ich gemerkt. Ich hab nur noch eine Wiese. Also, und das ist die Kuhwiese. Hast du jetzt alle Wiesen angefahren, die wir haben? Bis auf die Kuhwiese. Jetzt wäre es ja auch die, wo in die direkt in der Nähe vom Hof ist, oder? Ja, beide halt. Dann fange ich gleich in der Nähe bei der ersten an. Da haben wir ja gesammelt mit dem Ladewagen. Glaub schon, ja. Sieht das aus? Naja, mehr oder weniger. Ja, das ist klar. Zusammenkloppen, das Ding, und dann geht's. Oh, zu 7 rüber. Ich hab Bock. Ich fahr jetzt einfach hier. So. Wir können theoretisch hier auch Kühe rauffahren. Was vielleicht mal auch schon mal schlau wäre. Ja. Ja, dann fahren wir halt mal Kühe rauf. Wo bei uns im Stall sind, die können wir mal rauffahren. Nee, ich meine jetzt extra noch welche. Boah, zusätzlich. Ich würde eigentlich immer mal tauschen. Nee, das ist viel zu viel Aufwand. Aber schnapp dir dann, wenn du fertig bist, erstmal den Spader, nämlich ich kann so glaube ich mit dem Spannspader umgehen. Ja, mach ich das. Außer der Flo hat dann Zeit bis dahin. Ich glaube, ich bin jetzt am Feld 7 mit Gruppen und danach sehen erstmal noch eine Weile beschäftigt. Feld 7 machen, lassen wir machen. Lassen wir machen? Ja. Mein guten Freund Lohnunternehmer F11. Lohnunternehmen F11. Ja gut, was mach ich dann? Könnte sparen. Das würde ich noch nicht machen. Bin noch nicht bereit. Passt jetzt zum Sparen. Ich fahre jetzt erstmal rein und werde am Schild hängen bleiben, oder? Ich komme nicht mit dem MB-Truck irgendwie wieder klar. Nee. Ich will mal nicht mal. Warte. Na scheiße, der hatte 3-Punkt-Aufnahme. Kommst du mit dem B-Truck? Wir einen ohne 3-Punkt-Aufnahme mit einem MB-Truck. Der fahrt mir ein bisschen zu schnell beim Wenden. Es liegt aber, das ist dann aber nicht LKW und der B-Truck bedingt, sondern einfach Wender bedingt. Ja. Dass ich einfach den MAN gerade gewohnt bin zum Fahren. Da muss doch der MB-Truck langsamer sein. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich stelle nochmal kurz dahin. Oh! Ich geh jetzt anziehen. Da dort schon mal wächst währenddessen. Viel Spaß! Ich mach das Tor zu, ich hab keinen Bock, wenn das Tor offen ist. Komm ich besser mit. Hallo? Hast du jetzt eigentlich dein Licht im Aufnahmezimmer aus? Ja. Ich habe nur die RGB-Beleuchtung an. Ja, ich muss mir dann noch mehr hinmachen. Eindeutig, weil der eine Streifen ein bisschen wenig. War. Boah, ich hab eine richtig geile Idee. Ich wäre rund um den Bildschirm drumherum eine. Oh ja, hinten dran.
das ist. Nein, außen drumherum würde ich sagen. Also, ich muss ja sagen, hinten dran ist geil, weil dann strahlt die Wand an, das sieht übelst geil aus. Ich hab dahinter ein Fenster. Das ist das Problem. Ich hab über meinen toten Bildschirm ein Fenster. Ein Dachfenster. Wer schreibt denn jetzt in die alte Ding? Ey, die bist du da noch drin, Flo? Warte. In der alten Klassikgruppe. Ja. Ich auch. Die Geräusche. So. Oh, ich will. Mein Ball, stopp! Ich fahr schon wieder. Ich wollte eigentlich. Ach, ich will. Es hat vielleicht ein bisschen lecken können, weil ich jetzt den MN gefilmt habe. Guck mal nach. Ja, guck mal nach. So. Mein Kollege, du wartest. Du musst erst rein. So, jetzt ist er da. Füllen wir die nochmal auf. Dann, hallo. Ach, super. So, aber während die auffüllt, wir sind für heute schon wieder fertig für die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gut unterhalten. Jetzt kommt natürlich die gut bekannte Endcut. Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Den roten Button und den grauen, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Das war's von mir. So. Ansonsten sehen wir uns dann heute Mittag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Oh. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast.